Hallo allerseits, heute mal wieder ein neues Review von mir hier auf dem Tool Brothers Channel. Und zwar geht es heute um die wohlbekannteste Akku-Kettensäge von Makita. Und wer hätte es gedacht, die DUC 353. Dieses gute Stück werden wir uns heute zusammen einmal im Video anschauen. Deswegen lasst uns gar keine Zeit verlieren. Los geht's nach dem Intro. Die DUC 353 ist mit Sicherheit die am weitesten verbreitetste Akku-Kettensäge von Makita und dies auch aus guten Gründen. Welche das sind, werden wir im Laufe des Videos erfahren, aber beginnen wir nun zuallererst einmal mit dem Lieferumfang. Da diese Akku-Kettensäge hier nur schwer in einen MacPack passt, kommt sie entsprechend in einem Pappkarton zu euch nach Hause. Und wir befinden uns hier aktuell in der Z-Version, bedeutet also ohne Akkus und ohne Ladegerät. Trotzdem, einiges gibt es hier mit Sicherheit noch an Zubehör mit dazu und genau dieses werden wir uns nun anschauen. So sieht der ganze Lieferumfang nun von oben aus. Wir haben hier in der Ecke natürlich die ganzen Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweise. Dann mittig gelegen die eigentliche Akku-Kettensäge, passend dazu entsprechend dann hier das Schwert plus die Schutzhaube. Und natürlich auch, wie man hier sehr gut erkennen kann, es gibt gleich ein kleines Fläschchen mit Kettenöl. Beziehungsweise auch passend dazu natürlich hier eine Sägekette. Bedeutet wiederum, mit diesem ganzen Setup aus dem Karton seid ihr also direkt einsatzbereit. Obwohl, hier gibt es doch noch eine Bedingung und zwar benötigt man entsprechend zwei Akkus. Würde ich sagen, beginnen wir also erst einmal ganz pauschal bei der eigentlichen Akku-Kettensäge. Bedeutet, dieser ganze Lieferumfang kann erst einmal beiseite. Ja, ich habe nun einmal die DUC 353 hier komplett aufgebaut, beziehungsweise eigentlich nur das Schwert montiert, damit man einmal wirklich hier die gesamten Dimensionen dieser Akku-Kettensäge erkennen kann. Ich glaube, rein optisch sieht man schon, dass man mit der DUC 353 hier auf jeden Fall was recht Leistungsstarkes hat. Beginnen wir aber zuallererst einmal mit der Größe bzw. dem Gewicht. Dazu zuallererst einmal hier die Solo-Version, sprich ohne Akkus und auch ohne Öl im Tank. Mit der reinen Solo-Version kommen wir also auf ca. 3800-3900 Gramm. Passend dazu wird aber natürlich auch noch das Öl benötigt, bedeutet hier vielleicht nochmal 100 Gramm mehr, beziehungsweise dann zwei 18-Volt-Akkus. Und ich kann euch versprechen, dieses Teil hier zieht einiges an Strom. Deswegen Minimum ein 4, 5 oder 6 Amperestunden Akku. Momentan habe ich hier leider nur einen 5er zur Hand. Ich weiß nicht, wo sich die anderen wieder rumtreiben. Aber man kann sagen, pro 5 Amperestunden Akku ca. 600 Gramm mehr. Bedeutet insgesamt bei zwei 5 Amperestunden Akkus ca. noch einmal 1200 Gramm mehr. Und damit sind wir bei Pi mal Daumen 5 Kilogramm. Möglich wäre natürlich auch sowas hier. Ja, gut, das Video dazu findest du entsprechend auf meinem Kanal. Belassen wir es in diesem Fall also erst einmal bei den 5 Amperestunden Akkus und damit kommt die DUC 353 auf ein Bruttogewicht von ca. 5000 bis 5200 Gramm. Dies ist auf jeden Fall nicht wenig, aber man hat hier natürlich auch ein ganz schönes Teil in der Hand. That's what she said. Zur Gesamtlänge der Kettensäge trägt entsprechend auch hier das große Schwert bei. Dieses hat alleine schon eine Länge von 350 mm und das ist wirklich schon sehr, sehr stattlich. Die darauf laufende Kette ist entsprechend eine Sägekette von Oregon aus dem Lieferumfang mit einer Kettenteilung von 3/8 Zoll und insgesamt 52 Kettengliedern. An dieser Stelle außerdem zu erwähnen, angetrieben wird die Kette hier durch einen verbauten Brushless Motor, bedeutet mit schön hoher Effizienz und natürlich versorgt durch die beiden 18 Volt Akkus. Der verbaute Brushless Motor sorgt also für genügend Energie auf der Kette, beziehungsweise maximal 20 Meter pro Sekunde an Kettengeschwindigkeit und hoffentlich auch für genügend Durchzug. Wie diese Kettensäge jedoch wirklich performt, das werden wir nachher noch einmal im Praxistest sehen. Bleiben wir gleich einmal hier oben, hier finden wir entsprechend dann noch die Kettenbremse, welche die Kette wirklich in Notfällen sofort stoppt. Und auch auf der aktuellen Position die Akku-Kettensäge nicht starten lässt. Direkt darunter dann hier entsprechend der Öltank für das Kettenöl. Insgesamt 200 Milliliter gehen hier rein und passen dazu natürlich hier gleich aus dem Lieferumfang diese kleine Flasche mit Kettenöl. Hier sind insgesamt drin 100 Milliliter. Außerdem durch dieses milchige Kunststoff kann man mehr oder weniger erkennen, wie viel Kettenöl denn noch wirklich übrig ist. Auf der Oberseite dann hier die entsprechenden Bedienelemente, bedeutet hier vorne zuallererst einmal die beiden roten LED-Segmente, die dann hier den jeweiligen Akkustand durch den Folienknopf anzeigen.
Ist auf jeden Fall ziemlich praktisch, denn so kann man immer prüfen, wie viel Restladung denn hier nun noch übrig ist. Ein Stückchen weiter hinter dann der zweite Folienknopf, und zwar zum Aktivieren der Kettensäge. Und dies funktioniert, wie gesagt, nur, wenn man hier die Kettenbremse gelöst hat. Bedeutet also zum Aktivieren der Kettensäge einmal hier den Folienknopf etwas länger gedrückt halten und ihr seht, die LED leuchtet grün, bedeutet die Kettensäge ist einsatzbereit und diese deaktiviert sich auch automatisch wieder nach wenigen Sekunden, insofern sie nicht benutzt wird. Und ganz am Ende angekommen, dann der eigentliche Handgriff, ebenfalls schön gummiert, hier oben der Verriegelungsmechanismus bzw. unten der Trigger, wie auch bei jeder anderen Kettensäge. Den nächsten Punkt, welcher diese Akku-Kettensäge so praktisch in der Handhabung macht, finden wir aber auf der anderen Seite. Und zwar bezieht sich dieser auf den Wechsel der Kette. Wie man nun hier schon sehr gut erkennen kann, befindet sich nicht wie bei den normalen Kettensägen der Verriegelungsmechanismus mittels der zwei Muttern, sondern hier durch einen Schnellspanner. Dazu einmal ganz kurz gezeigt, hier den Mechanismus in Pfeilrichtung nach oben drücken und dann gegen den Uhrzeigersinn drehen, also lösen. Und ihr seht schon, die Abdeckung hier ist demontiert. Bedeutet wiederum, ich brauche hier für den Wechsel der Kette erstens keinen Schlüssel, den ich irgendwie noch verlieren kann. Und zweitens geht es auch mit diesem Mechanismus hier wesentlich schneller. Dafür finden wir nämlich auch hier eine Lösung, und zwar dieses kleine Rädchen mit Plus und Minus, wodurch man dann die Kette werkzeuglos spannen bzw. auch wieder lockern kann. Für Demonstrationszwecke habe ich nun also einmal hier die Kette etwas gelockert und wenn ich nun an diesem kleinen Rädchen hier in Plusrichtung drehe, kann man sehr schön erkennen, wie sich hier die Kette spannt. Und sobald die Kette dann genügend Spannung hat, einfach hier den Mechanismus wieder im Uhrzeigersinn festdrehen und einrasten. Und damit wäre die neue Kette auch eigentlich schon montiert, bedeutet innerhalb weniger Sekunden ist hier ein Kettenwechsel möglich und das macht die ganze Sache auf jeden Fall ziemlich praktisch. Bedeutet also nun für mich einmal die Akkus aufladen, Öl auftanken und damit geht es ab in den Praxistest. Und damit nun der Praxistest. Ihr seht, die Kette ist ausreichend gespannt und natürlich neu bzw. scharf. Dazu hier die beiden 5 Amperestunden Akkus frisch aus dem Ladegerät für die maximale Power. Beginnen wir ganz einfach bei einem Kantholz 100x100 mal auf Geschwindigkeit sozusagen hier als Warm-up für die Akku-Kettensäge. Und hier wirklich sehr schön zu erkennen, mit der neuen Kette bzw. den vollen Akkus geht das hier wie durch Butter. Sogar der Spannbock wird hier von der Kettensäge leicht nach vorne gedrückt. Ja, nicht schlecht. Machen wir weiter mit der dichtesten Disziplin und zwar hier ein relativ kleiner Baumstamm, Durchmesser 150 mm. Auch hier geht es wirklich sehr, sehr zügig durch, deswegen gleich noch ein zweiter Schnitt hinterher. Und auch hier schon abgetrennt, nächster Stamm 220 mm Durchmesser. Also ungefähr. Und auch hier mehr oder weniger das gleiche Ergebnis. Das erste Stück ist schon abgetrennt. Also hier ebenfalls sehr, sehr zügig kommt die Akku-Kettensäge durch den 220er Baumstamm. Ja, zweites Stück ebenfalls abgetrennt, nicht schlecht. Machen wir weiter beim nächstgrößeren 250 mm. Das sollte nun auf jeden Fall schon eine Hausnummer für die 353er werden. Und ihr seht, hier hat sie schon mehr oder weniger zu kämpfen, aber trotzdem, der Fortschritt ist auf jeden Fall ziemlich beachtenswert. Und die 250er Scheibe auch hier wieder abgetrennt. Wahnsinn. Und damit der letzte Test, 300 mm Durchmesser, also fast so stark wie das Schwert. Noch einmal erwähnt, ein 350er Schwert haben wir hier dran. Also fast komplett ausgereizt, die 353er. Und auch hier ist der Stamm schon wieder fast durchtrennt. Also wirklich absolut brutal.
Und das war's mit dem Test. Ich würde sagen, die Ergebnisse hier in dem Video reichen auf jeden Fall aus, um sich einen Eindruck hier von der DUC 353 bilden zu können. Fazit, ich würde sagen, auch hier reichen drei Worte: unfassbar brutale Leistung. Ganz klar, unbedingt doll sollte man hier nicht auf die Kettensäge draufdrücken, ansonsten kommt der Überlastungsschutz, aber die Ergebnisse hier aus dem Test sprechen wirklich für sich. Und zwar ist die Makita Akku Kettensäge DUC 353 eine sehr, sehr solide und leistungsstarke Akku Kettensäge. Damit war es auch schon wieder mit diesem Video. Falls es dir gefallen hat, dann zeig es gerne mit einem Daumen nach oben. Bleib gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.